Ich hab euch geswaffelt. Und zwar mit in die Fresse. Hey Leute, hier ist der Phil und ich habe heute wieder eine Minecraft-Modifikation für euch vorbereitet. Mann, Modifikation ist ein ziemlich schwieriges Wort. Ich sage immer Mod, die Mod, der Mod, das Mod, ich weiß es gar nicht, ich glaube die Mod. Auf jeden Fall habe ich heute wieder eine Modifikation für euch vorbereitet und das wäre der Crafting Guide. Ah, hört sich jetzt lame an, ist auch ein bisschen, also ist keine große Mod, es wird auch kein langes Video sein. Der Crafting Guide von den Machern, von den anderen Mods, die ich auch vorgestellt habe, das heißt Ropes Plus Mod und die ganzen anderen Sachen, beziehungsweise Multimine und Ropes Plus habe ich ja bis jetzt vorgestellt. Und auch von den Machern von diesen zwei Mods ist auch dieser Mod hier, diese Mod hier. Und der Crafting Guide ist ganz einfach ein Büchlein, wie ihr sehen könnt hier, unschwer, mit dem ihr euch einfach die ganzen Crafting-Rezepte anzeigen könnt. Es gibt diesen Crafting Guide nochmal als Mod, aber dieser hier ist wesentlich übersichtlicher und einfacher zu bedienen, deswegen wollte ich diesen hier vorstellen. Gut, also man hat hier die Möglichkeit, die ganzen Crafting-Rezepte anzuzeigen und nachzuschauen und hat hier auch die Möglichkeit, ein Item zu suchen, das heißt, ich kann hier G suchen, G, Gu, Text Search, GGG, das geht nicht. So, ich kann hier Golden Nugget zum Beispiel einfach hingehen und wie das gecraftet wird und so, ist alles sehr hilfreich. Und des Weiteren ist es noch so, dass einfach die Minecraft, also die Mods, die man installiert, auch angezeigt werden. Das heißt, die Crafting-Rezepte von dem Laser Arrow, der ja eigentlich nicht bei Minecraft da ist, sondern nur bei dieser Robs Plus Mod verfügbar ist, wird mir hier auch angezeigt. Und ich weiß, wie der gecraftet wird. Das ist immer sehr hilfreich, weil man bei den Mod-Seiten eh nicht immer weiß, nicht immer findet, wie das Ganze gecraftet wird. Und des Weiteren ist es so, dass als Mod-Reviewer, ja, wie ich einer bin, es einfach ziemlich einfach ist, anzuzeigen, wie es gecraftet wird. Ihr seht jetzt hier so wird es auch der Crafting-Guide gecraftet, den kann ich euch jetzt hier so zeigen. Da muss ich hier nicht mehr viel vorbereiten, dann gehe ich einfach hin und in meinen Crafting-Guide und zeige euch das einfach. Das ist ziemlich hilfreich für mich und auch im Spielen, also während dem Spielen ist es auch sehr hilfreich. Und deswegen wollte ich euch das Ganze heute irgendwie mal vorstellen. Ne? Also es ist ganz geil eigentlich, man hat hier noch die Möglichkeit Filter einzumachen und was hier drin ist, dann kann ich hier auf Clear gehen, dann kann ich ein neues Item auswählen, wie hier ein Ender-Auge gecraftet wird oder es geht eigentlich alles. Ich kann hier aber jedoch nicht anzeigen, wie irgendetwas, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie irgendetwas gebraut wird. Doch, kann ich sogar, man kann sogar anzeigen, wie etwas gebraut wird. Das heißt, auch das ist ziemlich einfach leicht. Das geht alles ganz schnell, ganz fix. Es ist nicht kompliziert. Ich kann hier auswählen, was angezeigt werden soll. Ob jetzt die Tränke, die gebraut werden, auch hier angezeigt werden sollen. Oder ob das weg sein soll oder gar nichts davon sein soll. Oder ich kann eben auch hier mir anzeigen lassen, ob das mit dem Furnace oder der Crafting Table. Das heißt, ich habe Filtermöglichkeiten noch und nöcher und das ist doch schon ziemlich geil, auch wenn das jetzt mit dem mit den Tränken ein bisschen verwirrend ist, wie ich finde, aber gut. Gut, man hat hier also die ganze Möglichkeit, alles hier sich anzuschauen und ich denke mal, wenn irgendwas nicht zu craften ist, das heißt, wenn es in der Wildnis vorkommt, sage ich mal, dann werden einem sogar angezeigt, was man mit der ganzen Sache hier machen kann. Das heißt, insgesamt, was man damit machen kann. Das ist auch ziemlich geil. Naja, also gut, das war's von mir, vom Bouncing Phil mit Minecraft Mod Review und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!